Ich begrüße euch zur Folge Lufia 2. Ach, das ist ein Gegner hier, okay. 2. Es war gestern Abend voll spät und deswegen dachte ich mir so, nee, du nimmst jetzt nicht weiter auf, du gehst ins Bett. Und das war definitiv eine gute Entscheidung. Deswegen habe ich nicht mehr so wirklich eine Ahnung mehr von diesem Turm hier. Ach, du respawnst immer oder was? Okay, dann soll ich wohl erst dieses Rätsel hier lösen. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Also, das wurde uns ja im letzten Part schon an der Steintafel dort gesagt, wie das abzulaufen hat hier. Dass jetzt hier jeweils immer diese Kugeln blau werden, so quasi, und ja. Okay, ich muss mir das jetzt nochmal angucken. Also nochmal. Oh Gott, das kriege ich niemals wieder zusammen. Was war hier jetzt? Hier? Hier? Nee, das war falsch. Das war hier neben, oder? Moment. Ja, genau. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Also Moment. Die, dann die, dann die, dann die hier, kann das sein? Ja. Dann... Ah, sehr schön. Ich habe es durch Glück rausbekommen. Aber auch nur durch Glück. Und dadurch... Ist es genau runtergefallen? Egal. Und dadurch verschwindet der Ghoul. Sehr schön. Okay. Ist der Schlüssel drin? Ja, sehr schön. Können wir den vielleicht für mehrere Türen benutzen? Wir haben ja zwei verschlossene Türen, das weiß ich. Da bin ich mir zumindest relativ sicher. Jetzt kann ich mal kurz gucken, was runtergefallen ist gerade. Ich sehe nichts. Irgendwas ist hier gerade runtergefallen, aber ich habe keine Ahnung was. Egal. Mir fällt gerade auf. Hab gar nicht meinen Trinkproblem aus dem letzten Part gelöst. Ich habe gesagt, ich wollte mir eigentlich was zu trinken hochholen. Aber das habe ich vergessen. Beziehungsweise ein Becher, wo ich das Trinken reinfüllen kann, weil aus der Flasche zu trinken immer so ein bisschen laut wäre. Naja, was soll's. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Das ist gut. So, jetzt muss ich gucken, wo waren die verschlossenen Türen? Es waren zwei. Eine war irgendwo ganz oben. Und wo war die andere nochmal? Das ist die Frage. Ich weiß, wie der Raum aussieht. Ich weiß aber nicht, wo der war. War der im ersten Stock irgendwo? Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher. Ich glaube sogar ja. Ich glaube, war da hier? Nee, war nicht, oder? Kannst du bitte verschwinden, du komisches... Fichi da. Ach, jetzt bin ich wieder hier, okay. Kann das sein, dass der hier irgendwo war? Nein, ich glaube. Nee, nein. Hier war er nicht, nein. Nein, da bin ich mir relativ sicher. Dann war er im dritten Stock, oder? Ich hab wirklich keine Ahnung mehr. Das könnte zum Problem werden. Moment, so. Oben ist auch gerade irgendwie so ein... Oder, Moment, ist der vielleicht unten? In dem unteren Weg? Ja, Text geht schneller weg. Habe ich irgendwas umgestellt, dass der Text verlangsam weggeht oder so? Ah ne, hier komme ich nur wieder hier raus. Okay, alles klar. Wo muss ich hin? Wo war die verschlossene Tür? Ich weiß auf jeden Fall, dass es, glaube ich, zwei gab. Und die beiden würde ich jetzt voll gern finden. Sehr schön. Alle steigen Level auf, wundervoll. Also alle war es übertrieben, aber ein paar halt. So. Also, Moment. Also hier war es nicht. Dann, ja, geh schneller weg, Text. Im Erdgeschoss war es... Nee, dann nein, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht im Erdgeschoss war. Und hier glaube ich auch nicht. Aber ich lasse mich gerne einen besseren belehren. Wobei, das könnte schon sein. Ach, geh weg, du Mistviech. Das könnte... Wie oft will ich eigentlich noch sagen, ich keine Ahnung habe. Auf jeden Fall habe ich keine Ahnung. Das ist gerade so ein kleines Problem. So. Ich bin auch gespannt, was dahinter ist. So, hier scheinbar... Nein, hier nicht. Hier nicht. Gut. Dann kann es nur noch im Erd... Oh, geh weg. Im Erdgeschoss sein. Oder es ist doch irgendwo... Noch im vierten Stock, aber ich glaube nicht, dass es im vierten Stock war. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass es im vierten Stock war. So.
Greife ich die eigentlich irgendwie alle gerade zweimal an? Kann das sein? Das finde ich relativ uncool von euch, wisst ihr das? Aber was soll's. So. Ja, egal. Greift einfach alle an. Ist jetzt voll egal, wegen der Heilung oder so. Ist jetzt voll egal. Ja, gut. Ich würde es voll cool finden, wenn ihr sterben würdet. Gift, nein, ist er noch vergiftet, oder? Nein, sehr gut. Aber du, Maxim, ja, war klar. Mir fällt halt auf, dass alle ihre Zornattacken voll haben. Hebe ich einfach mal auf. Vielleicht kommt hier im Turm noch irgendwie ein Boss und da könnte das ganz nützlich sein. Deswegen hebe ich mir einfach mal auf. Außer ein Gegner jetzt hier allgemein nervt mich gleich voll oder so. Kann alles passieren. So, Moment, nee, ich wollte Zauber haben. Zauber, Quatsch, bei Tia, bitte. Zauber, Tia, also stark einmal auf die gute Seelan und nee, du hast noch voll viel. Und dann einmal Serum auf Maxim und auf Seelan, sehr schön. So. Okay, dann, dann Erdgeschoss. Ich bin mir nicht, das muss aber, das kann nirgendwo anders sein, das ist das Ding. Doch, das könnte hier schon gut sein. Ich weiß es halt nicht mehr. Doch, das, ja, genau. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier Wundervolles? Erstmal einen Gegner. Ah! Die haben mich angeklappt. Okay, es ist nur einer, das geht relativ schnell. Geh einfach weg und nerv mich, dankeschön. Okay, was gibt's in diesem Raum zu erledigen? Ich bin gespannt, was haben wir jetzt so Schönes? Interessant oder so? Dankeschön. Wow. Ach so! Oh. Oh. Ja, das ergibt natürlich auch irgendwie Sinn. Ja. Ja, gut. Dann bin ich darüber jetzt auch informiert. Gut. Dann können wir uns jetzt zur oberen Tür bewegen. Moment, hier war. Genau, hier war der ganze Müll. Dann weg mit dir. So. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgekriegt. Aber gut. Wer schließt eigentlich die Türen immer wieder zu? Ich habe keine Ahnung. Wieso ist mein Fahrstuhl weg? Hä? WTF? Weil ich den Turm verlassen habe oder was? Wird das alles resettet oder wie habe ich das verstehen? Das ist uncool, Spiel. Weißt du, das ist sehr uncool. War ich dahinter schon? Egal. Was auch immer. Da muss ich jetzt hoch. Ah, ist jetzt vielleicht hier? Fahrstuhl, bist du... Moment, nein. Och, muss ich da jetzt ernsthaft auf der anderen... Boah, ich schneide euch das mal raus. So, jetzt sind wir wieder hier. Moment, vierter Stock. Wollen wir hier nicht sogar hin? Oder wollen wir irgendwie einen dritten Stock? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir sind auf jeden Fall hier im vierten Stock und... Das war jetzt Controller-Fail. Hier ist die... Ist das hier die Tür? Ich glaube schon, oder? Es scheint zumindest so. Goblin. Okay, du läufst schon hoch. Sehr schön. Ich wollte gerade abschießen, aber du läufst schon hoch. Alles okay. Super. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Das heißt, die muss ich erstmal rausfahren, die Leiter. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Ja, was soll's. Dann machen wir das eben mal schnell. Eben, es ist so ein falsches deutsches Wort. Das heißt eigentlich eben und nicht ebend. Das sagen wohl viele falsch und ich sag's auch manchmal falsch, wieso auch immer. So. Wundervoll. Und durch da. Ich habe übrigens auch gerade eben, bevor ihr jetzt denkt, das ist ja voll der Cheater, der sich wieder irgendwie voll geheilt hat. Ich habe die beiden Heilpoints, was ich auch doof fand irgendwie, Heilpunkte halt benutzt, da irgendwo in einer Etage. Bevor ihr jetzt denkt, ich cheate oder sowas. So. So viel dazu. Dann können wir jetzt wieder hier zurück. Ach, die Steuerung ist halt auch irgendwie so voll gemein zu mir. Läuft immer dahin, wo ich nicht hinlaufen möchte. So, raus hier. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier auch weiterkommen. Ich will zu meinem Greifhaken gehen, weil der ist definitiv praktischer als die Bomben gerade.
Das Spiel ist halt echt so in Zelda mit rundenbasierten Kämpfen. Es ist halt einfach so. Es gibt neue, die gleichen Items und so. Und das ist ziemlich cool. Also nicht neue gleichen, es gibt schon so ähnliche Items, sage ich mal. So. Stock 5. Hi. Wer ist denn hier Schönes? Ist hier irgendein Bösewicht, den jetzt zu bekämpfen geht? Wahrscheinlich, oder? Maskiert hier jetzt ab. Maxim! Ja, ich fühle das auch. Sei vorsichtig, es ist ziemlich stark. Ach du Schande, wer bist du denn? Hm, ihr kennt eure Energiemuster nicht. Seid ihr Fremde? Reisende Krieger vielleicht? Die zerstörte Stadt? Aha, du bist also der Übertäter. Ich hatte erwartet, dass sie sich zumindest ein bisschen wehren. Ich hatte überhaupt keinen Spaß dabei. Schade. Warum hast du das getan? Hm, es sieht so aus, als ob ich mit euch mehr Spaß haben könnte. Wie heißt du? Maxim. Ich bin der Gades, der Meister der Zerstörung. Oh. 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 Das ist interessant. Hi, gut, wir lassen mal ein paar Zornattacken auf dich los. Ich denke mal, das hier wäre nicht so klug, weil der sieht mir schon sehr feuermäßig aus und ich glaube, da ist mein Feuer nicht so stark drauf. Was habe ich sonst noch so? Das könnte ich irgendwie mal einsetzen oder so. Das wäre auch ganz gut. Ich mache das mal mit meinen ganz normalen Chaoskrallen. So, was machst du Schönes? Chaoskrallen findest du auch. Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Das wird wohl bei dem nicht klappen. Abwehrkraft. Das ist ganz spannend. Mach das mal. So, du wirst wohl. Was hast du hier Schönes? Atlantis. Mach das mal einfach. Das wird sich ziemlich gut haben. Und du, ja, kannst das mal machen hier. Weil wieso nicht? Zerstörer, das klingt uncool. Das klingt sehr uncool. Ach du Scheiße! Was? Sollen wir gegen dich vielleicht verlieren? Also, nach diesem Schadensausput kommt mir das halt schon so vor. WTF! Das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Aber auch nur so ein bisschen. Wenn ich mir ehrlich bin. Was ist das hier? Mach mal. So, du ganz klar auch heil. Was war nochmal Erlösung? Das war gegen Parallel. Ja, genau. Nee, Quatsch. Ja. Du kannst auch stark, oder? Nein, kannst du nicht. Das ist uncool. Dann. Greif an. Ja, das soll man nicht gewinnen. Wenn doch, dann ist das ziemlich lächerlich. Tschüss. Oh, Guy lebt noch. Interessant. So, aber jetzt nicht mehr. Und wenn doch, dann bist du ziemlich Tough Guy. Ja, das war klar. Ihr seid leider trotzdem nur Sterbliche. Schade, sehr schade. Den müssen wir noch irgendwie dran kriegen irgendwann. Oh, da bist du wieder. Sie heilt uns, okay. Interessant. Sehr schöne Musik gerade hier. Du bist. Ist alles in Ordnung? Ja! Du bist wieder mal im richtigen Moment aufgetaucht. Danke. Nicht der Rede wert. Der hat aber bestimmt irgendwas zu verbergen. Es kann doch nicht sein, dass jemand zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und vor allem, wie kommt die hier hoch? Was ist das? Maxim, wer ist das? Das ist die Frau, die mir prophezeit hat, dass mein Schicksal im Reisen und Kämpfen liegt. Ich heiße Iris. Du scheinst Freunde gefunden zu haben, Maxim. Du meinst... Ja! Guy, Selan, ihr seid auch dafür bestimmt zu reisen und zu kämpfen. Ich? Ja. Aber warum ausgerechnet ich? Und Tia nicht, oder was? Du hast auch die Kraft, den Mächten der Finsternis zu widerstehen. Den Mächten der Finsternis zu widerstehen?
Iris. Warum bist du auf dieser Reise? Ich suche nach Antworten. Antworten? Auf welche Fragen? Die Zeit vergeht, der Rest liegt in deiner Hand. Mein Schicksal ist es, mit dir zu reisen. So weit wären wir jetzt, aber was nun? Lass uns mal überlegen. Wir sollten nach Pandoria zurückkehren und dem König Bericht erstatten. Gut. Tia, was ist los? Oh, entschuldige, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Ich will aber erst die Tür aufmachen. Was ist hier Schönes? Skimitar! Interessant. Ist das irgendwas Cooles? Für Maxim vielleicht oder so? Skimitar. Wow, oder den Angriff ziemlich stark erhöhen. Was kannst du? 1,5 mal stärker als Normalattacke wirksam gegen Gegner, die Angst vor Frostbeulen haben. Okay. Besser als dein. Ah, du kannst nicht mehr ausrüsten. Also das ist relativ uncool. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich gebe es dir erstmal. Vielleicht werde ich die Entscheidung noch ändern. Abwehrschild. Okay. Wen rüste mir damit aus? Abwehrschild. Maxim. Moment, hier? Ja. Kannst du nicht, kannst du auch nicht. Kannst du. Kann deine Perlenkette irgendwas? Erhöht die INT und das Abwehrschild? Erhöht die Abwehr, okay. Würde dich um 6 Punkte hochpushen. Nicht so krass. Und bei dir um 4. Was kann deine Lederkralle? Nichts. Dann gebe ich dir das Abwehrschild. Zum einen. Ja, weil du da nichts hattest und so weiter und so fort. Deswegen passt das, denke ich mal. So. Kann jetzt hier raus, ja? Dann würde ich sagen, wir können doch einen Teleport-Zauber, oder? Du kannst doch stark. Habe ich diesen Kampf übersehen? Bin ich dumm? Egal. War ja eh nicht wichtig. So. Dann auf nach Pandoria, würde ich sagen. Hier ist die zerstörte Stadt, da wollte ich gar nicht rein. Wobei, doch, wir können mal hier übernachten, kurz. Hi. Habe ich immer mal das Texttempo runtergeschaltet oder so? Wieso ist das so langsam? Habe ich mal aus Versehen irgendwie gemacht oder so? Das war mal viel schneller. Gibt es hier irgendwo Optionen? Ist wohl... 1... Ja, okay. Ich hab das nämlich mal, glaube ich, privat auf 3 gestellt. Und das war wohl nicht so schlau. Ich dachte halt 3 ist am schnellsten, aber nein, es ist 1, okay. Bei einem Pokémon ist er 3 zum Beispiel am schnellsten. Egal. So. Pandoria. Wo war das nochmal? Es war doch hier direkt, oder? Natürlich kommt direkt davor nochmal so ein scheiß Zufallskampf. Es war wieder typisch. Es war da wieder typisch. Fumischlag, sehr schön. Ach ja, bisher ist das Spiel wundervoll, macht mir sehr viel Spaß. Und ja. So besiegt. Das ist doch Batoria, oder? Ja, sehr schön. Dann auf zum König. Hallo, Herr König. Moment, wo? Das wollte ich nicht. Ist es selber ein Tier? Ja, oder? Hier ist er doch, oder? Ich glaube schon. Ja, das sieht schon sehr königlich aus. Hallo. Unglaublich, über welche Kräfte der Mann verfügen muss, der Godovan zerstört hat. Es ist alles meine Schuld. Ich habe meine Fähigkeiten überschätzt. Das stimmt nicht. Wir müssen aber dennoch etwas gegen Gardas unternehmen. Mein König, mit deiner Erlaubnis werde ich mehr über Gardas herausfinden. Ich werde alleine gehen. Ich denke, wir sollten Maxims Hilfe nicht zu oft in Anspruch nehmen. Gibt es jemanden mit dem Namen Guy? Ja, was möchtest du? Wie sein Bote aus Sunbell berichtet, dass es seiner Schwester schlechter geht. Was, Liana? Guy, geh zurück nach Tumble. Aber Gardas ist so stark. Ich kann euch jetzt doch nicht im Stich lassen.
Liana braucht dich. Jetzt, mehr denn je. Geh und steh ihr bei. Das stimmt, aber... Mach dir keine Sorgen um uns. Ich kenne jemanden, der uns helfen wird. Du meinst, kann es wirklich... Mein König, ich bitte euch um Selans Hilfe. Wir helfen mir auch, mehr über Galas herauszufinden. Das klingt wirklich gut. Bist du mit einverstanden, Selan? Ja, mein König. Ich beauftrage dich und Maxime mit, mehr über diesen ominösen Galas herauszufinden. Verstanden, mein König. Mit deiner Erlaubnis werden wir nun gehen. Ich werde nur nach Tambek gehen. Ich hoffe, dass Liana gesund wird. Meine Schwester ist stark. Sie wird nicht aufgeben. Außerdem ist Jessie bei ihr. Ja, ich weiß. Also haltet die Ohren steif. Ich bin bald wieder zurück. Wir werden schon auf uns Acht geben. Ich weiß. Dann bis bald. Liana wird wieder gesund, oder? Natürlich. Maxime. Bevor wir gehen, möchte ich die Wahrheit von dir hören, Selan. Die Wahrheit? Kommst du mit uns, weil der König dich darum gebeten hat? Nein, ich möchte wissen, was das mit der Frau in der Höhle und deinem Schicksal auf sich hat. Du meinst diese komische Schicksalsgeschichte? Ja, außerdem möchte ich Gardas besiegen. Das hat alles etwas mit Ehre und Stolz zu tun. Du meinst, du kannst Gardas besiegen? Seine Kraft ist gewaltig, aber wenn ich mit ihm mit meinem gezückten Schwert gegenüberstehe, dann... Du denkst doch das Gleiche, Maxime. Ja, das habe ich mir gedacht. Deshalb möchte ich dich begleiten. Traust du mir jetzt endlich? Ja, aber noch nicht richtig hundertprozentig. Wow, du bist ein ganz schön harter Brocken. Lass uns aufbrechen. Lass uns nun durch den Turm nach Minias gehen. Die Barriere im Turm sollte nun aufgebaut sein. Abgebaut sein. Gut, welche Barriere sie meint, weiß ich ja, glaube ich. Dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Ich finde es aber jetzt voll doof, dass wir jetzt nur noch zu dritt unterwegs sind. Ich mag es lieber eine volle Truppe zusammen, aber was soll's, dann ist es halt so. Vor allem halt geil auch, dass der stärkste von unseren Kämpfern ist hier eigentlich. Dann werden wir jetzt doch bestimmt in der Stadt, die sie gerade genannt hat, einen neuen Kämpfer bekommen, oder? Zumindest ist das so meine Vermutung. Und wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Naja, was soll's. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Lufia 2 wieder. Bis dann und ciao, euer V-Row. Tschüss.